Seacrowds. Hallo Seacrowds-Freunde, willkommen zurück zur ersten Flaschenpost der Woche und wir haben wieder ein paar Themen für euch zusammengestellt. Ihr seht, die Liste ist wieder ein bisschen länger, also fangen wir auch direkt an. Was haben wir für Nachrichten? Es gab einen längeren Artikel vom Supertest im Dev-Blog von World of Warships. Ich habe euch so ein paar wichtige Themen rausgeschrieben, nicht alles. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Artikel bei uns auf der Facebook-Seite zu lesen. Aber ganz wichtig, die haben sich das erste Mal dazu geäußert, was konkret an Rückerstattung für die Spieler vorgesehen ist, wenn Flugzeugträger, Fahrer sozusagen die aktuelle Mechanik mögen und die neue Mechanik, die kommen soll, nicht mögen, also sie ihre Flugzeugträger zurückgeben möchten. Wie wird das vonstatten gehen? Genau weiß man es nicht, aber es wird ganz einfach sein, das haben sie zumindest hier geschrieben. Was ist, wenn dir das neue Gameplay nicht gefällt? Es wird eine Option für die Rückerstattung im Spiel geben. Premium-Schiffe werden gegen Dublonenwerte umgewandelt und erforschbare Schiffe werden für Credits und Free XP umgewandelt. Die Rückerstattung von Forschungsschiffen erfolgt der Progressionslogik. Also wenn ihr die Ranger zurückgebt, könnt ihr nicht danach höherrangige CVs, also CVs behalten, wie jetzt zum Beispiel die Midway. Ne? Müsst ihr euch also im Klaren sein, gebt ihr irgendwie einen Träger ab, der irgendwo im Mittelfeld rangiert, könnt ihr nicht den T8 oder T9 Träger eben behalten. Das ist dann Nummer 1. Nächstes Thema ist, dass wir euch ein kleines Video erstellt haben. Und zwar kann man das auch bei uns auf der Facebook-Seite finden. Wir haben ein aktuelles Video erfasst für das aktuelle Replay oder für das aktuelle Gameplay von Trägern auf dem Testserver. Wir haben so ein 12-Minuten-Video daraus gemacht mit einem kleinen Interview mit dem Kapitän, der auf dem Testserver aktiv unterwegs war und so seine Eindrücke schildert. Nebenbei läuft auch aktiv Gameplay, sodass ihr ein bisschen einen Eindruck davon habt. Wie gesagt, da werden jetzt gerade die Spielmechaniken, die Balancen getestet. Nehmt das alles nicht für ganz hundertprozentig, aber es ist doch schon interessant, wie sich das Spiel verändert hat, also im Vergleich zum ersten Test. Und darauf gehen wir so ein bisschen ein und vielleicht es wird ein oder andere ja ganz interessant für euch. So, dann möchte ich ganz kurz noch darauf eingehen, die Jambar in der letzten Flaschenpost haben wir davon berichtet, gab es dann im Store und gibt es auch immer noch im Store. Wir haben euch ein Vorstellungsvideo gemacht, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das Geld ausgeben wollt oder ob ihr die Kohle ausgeben wollt, kann ich euch dieses Video hier ans Herz legen. Da wird wieder alles berichtet über Geschichte, über Schiffswerte im Vergleich, über Signale, Tarnungen, Kapitänskills, verbaubare Verbesserungen, all so ganzen Kram. Also wie ihr das bei uns schon gewohnt seid, wer das noch nicht kennt, sollte vielleicht da mal vorbeischauen, wenn er sich für die Jambar interessiert. Nächster Punkt ist dann wieder Wettrüsten. Das ist dieser Gefechtsmodus, der bis zum letzten Patch im Spiel war, wo man da durch die Karten fährt und da gibt es so verschiedene Bubbles, ja, wo man sich dann, weiß ich nicht, Reload-Zeit reduzieren kann, den Heal erhöhen kann, also eine ganzen Geschichten. Und das kommt wieder, es wird weiter verändert, ist die Aussage hier. Und zwar werden neue Mechaniken, also neue Stärkungszauber sozusagen, hinzugefügt. Zum Beispiel hier Feuerfestigkeit, Abklingzeit von Verbrauchsmaterialien werden verringert. Also eine ganze Geschichten. Ich freue mich drauf. Wettrüsten hatte doch eine ganz lustige Geschichte, auch wenn es ein bisschen so, naja, arcade-lastig war. Aber irgendwie war es doch ganz unterhaltsam. Man musste sich immer so ein bisschen sein Verlangen nach neuen Buffs so ein bisschen zügeln. Und es war nicht so statisch. Selbst auf hohen Tierstufen T9, T10, da war es ja eben verfügbar. Da war es eben so, dass die Leute nicht mehr so hinter den Bergen standen und so eine Sache. Vielleicht ein Gefechtsmodus, der für den einen oder anderen von euch interessant war. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dann davon haltet. Weiter geht's. Ein bisschen weiter unten. Jetzt finde ich das gerade nicht hier. Und es wird Balanceänderungen geben und da wird ganz viele Leute von euch freuen, nämlich Friedrich der Große soll gebufft werden, Izumo soll gebufft werden und Miyogi soll gebufft werden. Friedrich der Große, das ist für mich ein Schiff, ach, da war ich froh, dass ich durch war. Ja, ich hatte nie den B-Rumpf von diesem Schiff, weil ich ganz schnell zum Kurfürsten wollte und weil das Schiff sich damit schon nicht toll anfühlte. Streuung war scheiße, irgendwie war, keine Ahnung, alles schlechter als bei der Bismarck und deswegen war ich da durchaus froh, als ich dann mit dem Dampfer durch war. Das gleiche bei der Izumo. Ich habe noch nie so ein schlechtes T9-Schiff gehabt wie die Izumo. Irgendwie hat man immer das Gefühl gehabt, die Mumpeln prallen überall ab, egal auf was man schießt und welche Preissätze man da sieht. Miyogi kann mich kaum noch daran erinnern, aber ja, das sind eben die Sachen. Es wird da was gemacht werden in mittlerer, naher Zukunft. Lassen wir uns überraschen, wir werden darüber berichten.
ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und der nächste Punkt ist gleich, diverse Kreuzer werden ebenfalls gebufft. Wir wissen nicht genau welche, aber vielleicht sogar alle. Und zwar die Plattierung des zentralen Bereiches, das heißt also quasi um die Zitadelle herum, soll verstärkt werden offensichtlich, sodass die Kreuzer länger im Spiel überleben können. Ich kann mir also gut vorstellen, dass der Rumpf vielleicht auch im vorderen Bereich millimetermäßig angepasst wird, dass ein bisschen mehr von den großen Geschossen abprallen können. Wenn man Breitseite zeigt, ist man immer noch sehr leicht Kanonenfutter, so wie ich das hier lese. Es sollen nämlich die erfahrenen Spieler davon profitieren, mit geschickten Manöver panzerbrechende Granaten von Schlachtschiffen abprallen zu lassen. Heißt am Ende wahrscheinlich nichts anderes, dass man spitz zum Gegner fährt und dann mit ein bisschen mehr Millimeter sogar die Chance hat, eben 380 Millimeter vielleicht zu bouncen. Ja, also da bin ich mal gespannt, was sie sich dann da vorstellen. Des Weiteren gibt es Gerüchte oder gibt es eben Planungen, den IFAE-Skill zu verändern. Und zwar dadurch, dass wir jetzt so viel leichte Kreuzer ins Spiel bekommen haben mit 152 mm Kanonen, die HE-Spammen bis zum Umfallen, die nehmen natürlich super gerne diesen IFAE-Skill und die sind offensichtlich dadurch ein bisschen zu overpowered und im Verhältnis zu den Heavy-Cruisern, zum Beispiel bei den Amerikanern, ist der Unterschied nicht mehr stark genug, sodass die leichten Kreuzer vielleicht sogar einen Ticken stärker sind von der Feuerkraft. Und das soll mit dem neuen IFAE-Modell, mit der neuen IFAE-Mechanik eventuell verändert werden. Was genau das sein soll, wie das genau funktionieren soll, keine Ahnung. Es soll komplexer werden. Das ist die Aussage, die sie hier treffen. Ein komplexerer Ansatz soll dafür sorgen, dass die Kreuzer sich weiter auseinander dividieren. Dass man eher das Gefühl hat, das ist ein leichter Kreuzer und das ist eben ein schwerer Kreuzer. Und man kann das fühlen, wenn man diese Schiffe benutzt. Nächster Punkt, den wir ansprechen wollen, ist eigentlich schon der Prinz Eitel. Aber wie gesagt, ich möchte auch ganz kurz hier nochmal ganz kurz umreißen. Es geht hier noch darum, dass zum Beispiel die Clan-Gefechte verändert werden sollten. Dass 8 Spieler an Clan-Gefechten teilnehmen können. Und all so eine ganze Geschichten, das haben sie jetzt aber erstmal verworfen, weil es für viele Clans schon schwierig ist, 7 Leute zusammen zu bekommen. Und ehrlich gesagt, um ganz offen zu sein, bei Seacross ist es teilweise recht ähnlich. Wir haben alle Berufsleben, wir haben alle Familie und der eine oder andere bei uns möchte ganz gerne Clan Wars fahren. Es ist nicht immer möglich, weil sich nicht immer diese ganzen Sachen so unter einen Hut bringen lassen, wie wir das gerne möchten. Oder wie der eine oder andere das gerne möchte. Ja, es ist normal und ich bin froh, dass das jetzt bei 7 Leuten bleibt, weil das ist teilweise, auch wenn wir schon 14, 15 Mitglieder sind, schon schwer genug. Dann kommen wir jetzt zur Prinz Eitel. Das ist endlich mal eine gute Nachricht. Jetzt wird die Sigma-Erhöhung geben. Und zwar von 1,9 wieder auf 2,0. Ich freue mich. Ich freue mich unheimlich auf die Prinz Eitel. Und es wird endlich eine Änderung gemacht, dass das Spielprinzip wieder komfortabler wird. Ihr habt weniger Granaten in der Luft. Ihr wisst ja, die Nachladezeit wurde genervt. Und so eine ganze Geschichten. Und da sollt ihr jetzt als Bonus dafür einen höheren Sigma bekommen. Das heißt, die Kanonen schießen genauer auf T6 ein Sigma von 2,0. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das so bleibt. Würde mich sehr freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Solange ich in dem Schiff sitze natürlich. Also, das ist dann der nächste Punkt. Das ist dann nämlich schon die Sammlung. Royal Navy Zerstörer. Wir hatten euch, glaube ich, schon mal darüber berichtet im Rahmen eines Previews vom Testserver. Was würdet ihr denn in der neuen Sammlung geben oder wie ist die neue Sammlung? Wichtig ist erstmal für alle von euch da draußen, die vielleicht nicht so viel Zeit haben in World of Warships, die Sammlung wird dauerhaft im Spiel verfügbar sein. Das heißt, ihr müsst nicht innerhalb von 4 Wochen diese Sammlung da durchrushen oder vervollständigen oder schnell grinden, ja. Und das ist schon mal eine gute Nachricht. Das war nämlich so meine Frage. Ist es wieder so eine Sammlung, die man ganz schnell fertig machen muss? Oder ist es eher eine Sammlung, mit der sich mir ein bisschen Zeit lassen kann, man auch genießen kann? Ich denke auch, dass der Anforderungslevel dementsprechend höher sein wird, wie immer bei solchen dauerhaften Kampagnen. Und es wird 16 Elemente geben aus 4 Themenbereichen bestehend. Abzeichen, Artillerie, Gefechtshandlung und Tarnmuster. Wir haben hier so ein bisschen ein Abzeichen der Icarus abgebildet zum Beispiel. Oder der Valkyrie oder der Daring. So eine Sachen. Und dann natürlich hier die Pom-Pom-Flugabwehrgeschütze 40 mm. So eine Sachen sind dann wieder dabei. Dann die heißgeliebten Fotos. Ich mag die. Ich gucke mir die immer gerne mal an. Wenn ich nicht gerade live streame, weil ihr ja dann auch ein bisschen Action sehen wollt. Aber manchmal sitze ich wirklich ein paar Minuten länger vor dem Foto und schaue einfach, was man da auf dem Foto noch so erkennen kann. Das ist immer very impressive, wie ich finde. Und dann gibt es natürlich noch was Neues. Das war in den bisherigen Sammlungen nicht so der Fall, wenn ich mich recht entsinne. Dass es so Tarnmuster gab für verschiedene Schiffe sozusagen, dass man das so als Modell sehen konnte.
Ja, das ist jetzt auch dann in dieser Sammlung enthalten. Was gibt es als Belohnung, wenn ihr diese Sammlung vervollständigt? Ihr habt dann natürlich die Möglichkeit, eine zweite Flagge auf euren Zerstörern, Kreuzern, Schlachtschiffen und vielleicht später dann auch Flugzeugträgern zu montieren. Und ja, dann gibt es einmalige Tarnung, besondere Tarnung, und zwar für den Premium-Zerstörer Hyder, Tribal Class, ja, Zerstörer, ist eigentlich Kanada, gehört zum Commonwealth und deswegen haben sie hier eine einzigartige Tarnung dafür gemacht und genauso ist das eben für den Zerstörer die Lightning zu bekommen. Hier habt ihr die Fotos da drauf und es gibt dann hier 10% Wartungskosten, 50% Gefechts-EP und die üblichen Werte, dass die Erkennbarkeit zu Wasser um 3% reduziert wird und die Streuung der Granaten um 4% erhöht. Wie kann man den ganzen Kram sammeln? Es wird garantiert ein Missions-Event werden, also dass ihr quasi so eine Anschubs-Event habt, dass ihr den ersten Container als Belohnung bekommt und wenn ihr den ersten Container als Belohnung habt, dass sich dann die Sammlung öffnet und dann könnt ihr ihn auch wieder mit normalen Containern ganz normal sammeln. Steht ja auch hier, ihr müsst dann wieder in eurem Profil das Abonnement für diese Container aktivieren, dann könnt ihr mit den täglichen Containern Gegenstände dieser Sammlung sammeln. Aber das ist natürlich nicht alles. Wargaming, ihr kennt sie, es gibt Standardcontainer, die ihr wahrscheinlich über ganz normale Aufgaben bekommt. Und dann gibt es natürlich auch wieder Premium-Container. Ihr könnt Container im Premium-Store kaufen mit so ein paar Sachen wie Wavern da drinne und besonderen Loot. Ja, hier Signalflaggen, Union Jack, solche ganzen Geschichten. Und wer wären wir? Ihr kennt uns ja schon ein bisschen länger. Wir werden in unseren Livestreams und vielleicht bei den ein oder anderen netten kleinen Aktionen dann natürlich auch mal wieder einen Container für euch verlosen. Wenn ihr dabei seid, habt ihr eine Chance, da einen abzugreifen von. So, nächster Punkt. Und da gibt es wieder Geschenke. Ja, das ist nämlich der Jahrestag zum ersten Gefecht. Das ist jetzt ein bisschen überraschend eingeführt worden und das wurde erst gestern im Forum gepostet, auch wenn es am Wochenende eigentlich schon die Belohnung gab dazu. Ja, ihr werdet belohnt dafür, dass ihr schon lange bei World of Warships dabei seid. Und zwar, wie werdet ihr belohnt? Zum ersten Jahrestag, also ihr macht euer erstes Gefecht, nachdem ihr ein Jahr dabei seid, bekommt ihr 10 wunderschöne Tarnungen in Weiß für verdienstvolle Leistungen. Ich gehe gleich darauf ein, was diese Tarnungen beinhalten für Bonis, die sind nämlich nicht ohne. Wenn ihr zusätzlich zu den Tarnungen aufnehmt, erhaltet ihr auch einen Coupon über 30% für verschiedene Angebote im Store. 30% ist eine ganz nette und geile Sache. Zum zweiten Jahrestag gibt es nochmal 15 Tarnungen in Weiß und zum dritten Jahrestag 20 Tarnungen und den jeweiligen Aufnehmer. Also hier auch den jeweiligen Aufnehmer immer jedes Mal dabei, entweder mit einem Jahr hier, mit zwei oder eben mit drei Jahren. Ne? Und die Tarnung beinhaltet dann wieder Streuung der Granaten, Erkennbarkeit, die Kosten nach dem Gefecht um 50% reduziert, die Kreditpunkte nach dem Gefecht um 50% erhöht, heißt am Ende nichts anderes als 100% Boni. EP je Gefecht, Kapitäns-EP und Free-EP jeweils um 50% geboostet. Dafür fahrt ihr weiß durch die Gegend. Wenn ihr Glück habt und eine Eiskarte erwischt, seid ihr perfekt getarnt. Wenn nicht, dann leuchtet ihr eher im Wasser und ja, man sieht euch vielleicht ein bisschen einfacher. Nicht, dass ihr früher aufgeht, also mechanikmäßig geht ihr nicht früher auf, aber es ist vielleicht leichter auf euch zu zielen. Keine Ahnung. Hat jeder seine Vorlieben. Ich kann nur sagen, coole Aktion und das ist für euch. Ihr müsst einfach bloß ins Gefecht gehen. Ein Gefecht fahren, kriegt ihr den ersten Bonus. Ihr fahrt das zweite Gefecht. Also angenommen, ihr seid jetzt 2,5 Jahre oder 3 Jahre schon dabei, dann müsst ihr eben 3 Gefechte nacheinander fahren und nach jedem Gefecht gibt es einmal so einen Jahrestag-Bonus. Und das ist eigentlich eine richtig coole Aktion. Schade, dass nicht vernünftig vorher angekündigt wurde, sondern so ein bisschen überraschend war, weil dadurch war man natürlich auch nicht so richtig darauf vorbereitet. Ne? Aber gut, da muss man eben durch. Ja, und dann haben wir noch How It Works. Und ich sehe gerade, dass ich How It Works hier gar nicht vernünftig vorbereitet habe. Irgendwie habe ich hier ein bisschen geschlampt. Und zwar hier ist der Artikel. How It Works, Torpedos. Da geht es dann wieder darum, ist ein englischsprachiges Video von World of Warships persönlich, die dann immer euch erklären, wie bestimmte Mechaniken im Spiel funktionieren. Und hier in diesem Video, was sogar relativ kurz ist, ich glaube gerade nochmal 5 Minuten, wird euch erklärt, wie die Mechanik der Torpedos funktioniert. Also wie Torpedos auf welche Teile der Schiffe und Abteilungen Schaden machen und ja, einfach
das Verständnis ein bisschen schärfen dafür, weil am Ende erwarten euch Torpedos in jedem Spiel, in jedem Match, was ihr fahrt, sind Torpedos eigentlich gang und gäbe. Und vielleicht könnt ihr daraus ein bisschen was ableiten. Wo sind meine Torpedowülste? Wie kann ich meinen Schaden verringern? Weil Torpedowülste sind nicht überall am Schiff. Das heißt, wenn ihr vorne oder ganz hinten getroffen werdet zum Beispiel, ist der Schaden, den ihr erleidet, möglicherweise höher. Und wenn ihr an den Torpedowülsten getroffen werdet, möglicherweise geringer. In dem Video gibt es einiges an Aufklärung. Schaut es euch an. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, und das war's mit der Flaschenpost für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen was an ja, Erweiterung eures Wissens sozusagen, was ihr vielleicht noch nicht so mitbekommen habt. Ich freue mich, wenn es so ist. Wenn es so ist, dann lasst uns gerne ein Abo da. Vergesst die Glocke nicht, dass ihr auch keine weitere Flaschenpost oder keine weiteren Videos bei uns hier auf dem Videokanal Seacrawls bei YouTube verpasst. Wenn ihr darüber hinaus alle möglichen Infos haben wollt, könnt ihr uns gerne bei Facebook abonnieren und liken. Da gibt es die Möglichkeit, dann eben schon vorzeitig ein paar News in Deutsch übersetzt zu bekommen. Das machen wir regelmäßig und möglichst zeitnah zum englischen Artikel. Und wenn ihr darüber hinaus noch mit uns verbunden sein wollt, dann haben wir auch noch einen Discord-Link. Kommt alles unten ins Video rein. Sowie alle Themen, die ihr jetzt sowieso gerade erklärt bekommen habt von mir, gibt es unten nochmal als Link dann zum Nachlesen. Und ich freue mich auf euch. Nachher sind wir im Livestream. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie einfach im Livestream oder schaut vorbei. Möglicherweise gibt es wieder was zu gewinnen. Ist kein Versprechen. Ich weiß noch nicht, wie mir dann die Laune steht. Haut rein, macht's gut. Bis dahin, euer Seacrawls-Team, euer Macher. Ciao, ciao. Seacrawls.